Nachdem EcoWax im vergangenen Jahr mit dem X1 Omni den High-End-Saugroboter schlechthin vorgestellt hat, gibt es mittlerweile aber auch eine leicht abgespeckte Version, nämlich den X1 Omni E. Technisch gesehen sind sich beide Modelle wirklich sehr, sehr ähnlich. Lediglich beim eigentlichen Roboter wurde ein Feature gestrichen, auf das ich aber später im Verlauf des Videos noch zu sprechen kommen möchte. Zudem ist er mit einem Preis von rund 1000 Euro in der UVP deutlich günstiger als das Spitzenmodell, sodass es möglicherweise eine gute und vor allem auch günstige Alternative für euch sein könnte. Wie auch dieses Modell von EcoWax in den letzten Wochen bei uns gereinigt hat, wie gut die Wischleistung ist und vor allem wie er im kurzen Vergleich zu seinem Bruder steht, all das möchte ich euch natürlich in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Der X1 Omni E kommt zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 1000 Euro auf den Markt, wobei man vor einem Kauf auch gerne mal nach dem etwas besseren Modell schauen kann, denn auch der teurere X1 Omni ist teilweise in Online-Shops für gerade einmal 1000 Euro erhältlich. Der Saugroboter besitzt eine Akkukapazität von 5200 mAh, ist branchenüblich 36,2 cm im Durchmesser und rund 10,3 cm hoch. Die Kapazität des Staubbehälters liegt beim X1 Omni E bei 400 ml, lediglich der Wassertank wurde hier komplett gestrichen. Bedeutet in diesem Falle auch, dass der Sauger nach einer bestimmten Zeit oder Fläche, die er gereinigt hat, wieder an die Waschstation fährt, um seine rotierenden Wischmops mit Wasser zu befeuchten. Beim etwas teureren, aber auch besseren Modell ergibt es einen integrierten Wassertank von 200 ml, der immer wieder Wasser auf die Wischmops tröpfelt, sodass das Aufsuchen der Basisstation etwas seltener ist. Auch dieses Modell besitzt auf der Oberseite einen DTOF-Sensor für eine intelligente Navigation sowie die Ivy-Technologie, die herumliegende Objekte millimetergenau bestimmen kann. Aufgrund dieser Komponenten kann dann zum Beispiel auch eine 3D-Karte in eurer Anwendung erstellt werden. Durch die Kompatibilität zu Googles bzw. Amazons Sprachassistenten kann dieser Saugroboter per Sprachbefehle gesteuert werden. Deutlich besser und umfassender ist jedoch der herstellereigene Sprachassistent Yiko, der durch dutzende Befehle den Saugroboter noch smarter macht. Die Basisstation ist fast eine 1:1 Kopie der Basisstation des D-Bot X1 Omni. Sie besitzt Abmessungen von ungefähr 58 x 42 x 29 cm, hat oben eine Klappe, um Schmutzwasser oder Frischwassertank zu entnehmen, und genau mittig sitzen Reinigungswerkzeuge und Ersatzpads. Im unteren Bereich, nämlich genau dort, wo der Roboter geladen wird, erfolgt dann auch die Befeuchtung oder die Reinigung der Wischtücher. Wenn dann mal eure Räumlichkeiten komplett gesaugt oder gewischt wurden, fährt ihr an die Basisstation zurück, reinigt die Wischtücher und trocknet sie mittels Heißluft. Auf der Oberseite des Roboters gibt es den eben bereits erwähnten DTOF-Sensor, eine Abdeckplatte, die den Staubehälter verdeckt, und im vorderen Bereich das kamerabasierte System, um Objekte besser erkennen und natürlich auch umfahren zu können. Unten gibt es dann im rückwärtigen Bereich die zwei rotierenden Wischmops, die auch hier mit 6 Newton Anpressdruck den Boden wischen. Davor gibt es eine rotierende Hauptbürste mit Überfahrschutz und wiederum davor zwei rotierende Seitenbürsten. Aber auch hier gibt es natürlich wieder Sensoren, die das Abstürzen bei Treppenabgängen oder Galerien verhindern. Die Einrichtung und darauffolgende Bedienung des X1 Omni E erfolgt natürlich über die EcoWax App, die ihr bei Apple oder auch Google kostenlos herunterladen könnt. Wenn ihr dann die selbsterklärende Einrichtung durchgespielt habt, empfehle ich euch zu Beginn eine schnelle Kartografierung eurer Räumlichkeiten zu machen, da dadurch euer Roboter bereits einen ersten Eindruck eurer Wohnung bekommt. In den darauffolgenden Saug- und oder Wischdurchgängen wird dann diese erste Karte nochmals verfeinert. Möbel werden abgebildet und Räume automatisch erkannt. Über die Kartenverwaltung habt ihr aber auch natürlich die Möglichkeit, Räume zu teilen, zusammenzuführen bzw. diese auch zu benennen. Über die vollautomatische Reinigung saugt bzw. wischt der Roboter alle frei zugänglichen Räume. Über die Bereichsreinigung könnt ihr aber auch nur einzelne Räume saugen lassen. Über die benutzerdefinierte Reinigung ist es möglich, bis zu 5 einzelne Spots reinigen zu lassen. Das wäre vor allem immer dann sinnvoll, wenn nur bestimmte Stellen in eurem Haus bzw. eurer Wohnung verdreckt sind. Wischt man dann das untere Menü nach oben, kann man seine Reinigung noch detaillierter definieren. So besteht auch hier unter anderem die Möglichkeit, die Saugkraft in 4 Stufen zu regeln. Des Weiteren gibt es natürlich auch hier einen Standard- bzw. tiefen Wischmodus, der nochmals intensiver eure Böden schrubbt. Genauso kann aber auch eine Reinigungsfolge bestimmt werden, also dass zum Beispiel der X1 Omni E zuerst eure Küche und anschließend euer Wohnzimmer saugt. Über den angepassten Modus könnt ihr aber auch definieren, mit welcher Saugkraft einzelne Räume gereinigt werden sollen. Im Bereich der Reinigungsleistung und Hinderniserkennung habe ich so gut wie keine Unterschiede zu den deutlich teureren
neueren X1 Omni feststellen können. So war auch hier die Hinderniserkennung auf einem absoluten Top-Level, die Navigationsleistung ebenfalls, sodass selbst kleinste Möbelstücke gekonnt umfahren bzw. wenn sie etwas feiner ausfallen, nur ganz leicht angestoßen werden. Durch die zwei rotierenden Wischpads auf der Unterseite wird Schmutz auch aus tieferen Erhebungen gründlich aufgenommen. Sollte es einmal etwas weniger zufriedenstellend sein, kann man aber auch hier die Wischleistung durch das Tiefenschrubben erhöhen. Sobald dann die Wischmops kein Wasser mehr haben, fährt er zur Basisstation, reinigt diese kurz und versieht sie wieder mit Frischwasser, um anschließend dann die Reinigung wieder fortzusetzen. Wenn die Mops angelegt sind, wird das Auffahren von Teppichen vermieden, sodass kein Schmutz an den Teppichkanten abgestreift wird. Solltet ihr lediglich Saugvorgänge durchführen, so wird beim Befahren der Teppiche die Saugkraft automatisch erhöht, um so auch aus längeren Fasern bestmöglich Schmutz herausholen zu können. Zusammenfassend ist auch dieses EcoWax-Modell auf einem absoluten Top-Level, was gegenüber des X1 Omni lediglich keinen Wassertank besitzt und somit öfter an die Basisstation muss, um die Wischpads wieder befeuchten zu können. Hinderniserkennung und Navigationsleistung sind hervorragend, die reine Saugkraft ebenso und durch eine extrem umfangreiche App könnt ihr so fast alles einstellen, was euch am Herzen liegt. Weiterhin kommt noch hinzu, dass der EcoWax eigene Sprachassistent Yiko durch dutzende Sprachbefehle den Roboter das machen lässt, was er machen soll. Egal ob Wischpads reinigen, eine Heißlufttrocknung zum Beispiel starten, den Staubbehälter automatisch zu entleeren oder auch einfach nur mitzuteilen, wo aktuell der Saugroboter steht. Letztendlich ist aber natürlich auch hier der Preis ausschlaggebend und sollte sich das etwas teurere Modell X1 Omni tatsächlich auch auf dem Preisniveau des X1 Omni E bewegen, wäre das meiner Meinung nach die bessere Wahl. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes nach rund 3 Wochen Nutzung mit dem X1 Omni E von EcoWax und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.